Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildkritik. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, kann ich zurzeit keine neuen Bilder annehmen. Sorry dafür, aber ich muss erstmal alle anderen abarbeiten. Es sind so viele, die sich da mittlerweile angehäuft haben. Vielen Dank dafür, dass ihr so viel einsendet, dass ihr so ein großes Interesse an diesem, ja, Format habt. Ich denke, so in ein, zwei Monaten werde ich dann wieder einen neuen Aufruf starten mit neuen zu neuen Bildern, die ihr einsenden könnt, und dann, ja, wird es damit weitergehen, beziehungsweise ich werde die ganze Zeit Folgen posten, aber ich muss erstmal die alten Bilder, die ihr schon eingesendet habt, abarbeiten. Legen wir direkt los und wir beginnen mit einem Foto eines jungen Mäusebussards. Mir gefällt das Bild richtig gut, vor allem dieser Spotlight hier auf dem Kopf. Das ist wirklich, das zieht den Blick an. Dieser Kontrast vom dunklen Vogel zum hellen Kopf. Also mein Blick wandert direkt dorthin, was ich super finde. Das hast du sehr schön gemacht. Junger Mäusebussard hat deswegen, weil, schaut euch hier das Rückengefieder an. Das ist super schön, frisch, perfekt durchmausert. Mäusebussard erkennt man an diesem hellen Brustband. Wir haben jetzt hier noch diese Flecken und eine helle Iris. Deswegen ist es eben ein junger Mäusebussard. Und ja, nur kurz nebenbei als Bemerkung. Wir haben also diesen Kontrast. Heller Kopf, dunkler Vogel. Und der Hintergrund hier ist auch sehr dunkel, im Schatten. Dementsprechend hebt sich der Kopf eben ab. Das finde ich super. Das würde ich fast noch ein bisschen stärker rausbearbeiten, denn du hast ja hier einen sehr, sehr hellen Schnabel. Also da könntest du noch locker ein bisschen unterbelichten, denke ich. Vielleicht sogar noch ein bisschen Kontrast reingeben, so dass der Kopf sehr stark rauspoppt und der Rest vom Bild aber nochmal deutlich dunkler ist. Hast du natürlich dieses Element, was auch sehr hell ist, was stören wird. Da wäre es eventuell gut, sogar dann den Panoramaschnitt zu wählen, damit das einfach weggeschnitten wird. Könnte ich mir vorstellen, dass das gut wirkt. Und wenn der Rest vom Bild dunkel wäre, würden diese Äste, die hier in den Kopf führen, auch gar nicht mehr so stören oder so auffallen. Generell finde ich es ein sehr, sehr gelungenes Bild. Gefällt mir gut. Klar, du hast von unten nach oben fotografiert. Aber ja, das geht halt nicht anders. Ich denke, du hast das Beste aus der Situation rausgeholt. Nachträglich kannst du eben mit der Bearbeitung vielleicht nochmal einen Ticken unterbelichten, dass die Belichtung hier am Schnabel stimmt, vielleicht Kontrast ein bisschen reingeben, damit das nochmal das Umfeld noch dunkler wird. Und dann poppt der nochmal ein bisschen mehr. Aber sehr, sehr schönes Bild, gefällt mir. Ein Kormoran im Gegenlicht. Und ich finde das Bild jetzt schon Hammer. Also wir haben ein super symmetrisches Bild. Und dadurch, dass es eben so symmetrisch ist, wäre es, also die Flügelstellung ist symmetrisch und der Aufbau ist symmetrisch, auch mit diesen vier Flecken. Da wäre es vielleicht ganz cool gewesen, wenn der Vogel einmal direkt in die Kamera blickt, weil dieser Blickkontakt, der verbindet. Klar, ist nicht immer möglich, wenn der Vogel nicht blicken will, dann funktioniert das nicht. Das wäre halt nochmal, ja, nochmal ein Highlight, wenn er wirklich direkt in unsere Augen schauen würde, in die Augen des Betrachters. Hier würde ich die Augen aber noch ein bisschen aufhellen, weil man erkennt kaum, dass da ein Auge ist, zumindest aus meiner Entfernung, wo ich jetzt auf dem PC schaue. Der Hintergrund ist Hammer. Genial. Also diese Spitzlichter vom sich brechenden Wasser, hammergut. Finde ich richtig, richtig schön. Dann haben wir hier unten diese gelben Flecken in den Ecken und hier oben auch nochmal. Kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen, weil ich finde, die Farben beißen sich mit dem Kormoran. Da wäre vielleicht ein Beschnitt. Moment. So ein Beschnitt. Vielleicht besser. Was denkt ihr? Ich finde einfach, wie diese
ja, diese weichen Ränder oder Ecken müssen nicht sein, weil die Flügelstellung vom Kormoran ja schon so ist, so rund ist und dadurch die Ecken abrundet. Generell finde ich, ist es ein bisschen zu gelb-grünlich, zumindest an meinem PC, aber mein Bildschirm wurde auch nicht kalibriert. Aber ja, ich finde schon, dass die Farben sich ein bisschen beißen mit dem Kormoran. Also das würde ich ein bisschen kühler bearbeiten, vielleicht sogar in Schwarz-Weiß. Also dieser Zuschnitt in Schwarz-Weiß kommt, glaube ich, richtig gut. Was denkt ihr? Weil hier rausgezoomt, upsie, sorry. Das hier, also diese hellen aufgelösten Flecken, die sind mir zu gesättigt für dieses Bild. Ich finde, das passt nicht hundertprozentig rein. Dann haben wir hier noch diesen hellen Fleck. Die zwei hellen Flecken, das sind Mücken im Gegenlicht, da kann man nichts machen. Aber hier, das da, würde ich sogar noch wegschneiden. Aber trotzdem, Hammerbild. Super coole Situation, die du da genutzt hast. Finde ich sehr schön. Cool. Häufiger Vogel, häufiges Tier, super schön fotografiert. Das Farbspiel finde ich richtig, richtig gut. Das Grün gefällt mir sehr gut. Die Meise hat eine perfekte, hat eine schöne Pose, schön eingebaut in diesen Flair hier im Hintergrund. Richtig schön. Die Blüten dazu, sehr, sehr schön. In meinen Augen ist das ein selbstmontierter Ansitzast. Spricht auch nichts dagegen. Also wenn man so einen Ast mal abzwickt, das schadet dem Baum nicht. Das ist eine Traubenkirsche. Alle Blätter, die hier zu sehen sind, wachsen aber nach unten. Und das ist immer so ein bisschen unnatürlich. Da gibt es ganz viele Bilder aus Costa Rica. Da sind die Ansitzäste und die Pflanzen, die ganzen Bromelien, die auf diesen Ästen sind, die wachsen nach unten. Das ist eben an verschiedenen Lodges entstanden, wo ja, eine Vogelfütterung ist. Die füttern damit Bananen. Habe ich auch Bilder gemacht. Und die Äste sind alle verkehrt herum. Warum auch immer. Achtet da mal drauf, ist ganz witzig. So auch hier, es sieht halt gut aus, die Blüten fallen nach unten. Finde ich schön. Aber ja, die Blätter wachsen halt jetzt auch nach unten und das sieht unnatürlich aus. Also da ein bisschen drauf achten, wenn ihr sowas selbst hinsteckt. Aber ohne Frage, häufiges Tier finde ich super gut. Wunderschöne Farben. Toller Ansatz, also mit den Blüten gefällt mir richtig, richtig gut. Im Übrigen ist das eine männliche Kohlmeise. Da erkennt man an diesem breiten, bis zum Bauch gehenden Brustband. Weibchen haben deutlich weniger Brustband, teilweise hört das ganz auf der Brust, das ist sehr fleckig manchmal. Also man sieht einen deutlichen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Aber nichtsdestotrotz, obwohl mich diese Ast ein bisschen stört, das ist falsch gesagt. Der Ast hängt in meinen Augen verkehrt herum, aber es sieht trotzdem wunderschön aus. Das Bild stammt von Kalle von Ornithologie für Anfänger und er beschäftigt sich seit längerem mit Neuntötern. Und das sieht man auch, weil er hat jetzt schon einige Bilder gemacht und es lohnt sich, immer und immer wieder zum selben Spot zu gehen. Mir gefällt das Bild richtig, richtig gut. So eine Gegenlichtsituation ist nicht so einfach zu handeln. Und er hat eben diese drei verschiedenen Farben, wie so eine Flagge, finde ich. Und ich finde diese Abstufung cool. Es ist sehr reduziert. Wir haben nur diesen einen Ansitzast vom Wacholder, wo der Neuntöter drauf sitzt. Die Pose ist schön. Leider ist das Gefieder vom Neuntöter eben nicht so fluffig, sage ich mal, dass die Umrisse stark aufleuchten. Das hat man wirklich nur bei fluffigen Gefieder oder eben ja, fluffiges Fell von Bären oder Polarfüchsen. Da funktioniert das sehr gut im Gegenlicht oder eben Babyeulen oder solche Tiere. Ich weiß nicht, ob mich hier dieser Bereich ein bisschen stört. Also vielleicht macht es Sinn, das Bild quadratisch zuzuschneiden. Ansonsten, ja, aber so wirklich stören tut mich das ja nicht. Wie geht's euch dabei?
Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es einfach cool. Die Farben sind cool. Es ist sehr reduziert. Dadurch wandert der Blick von uns direkt auf den neuen Töter. Und das ist einfach, die Farben sind toll. Also sehr, sehr schönes Bild. Hast du schön gemacht. Auch wieder so ein Motiv. Hammer, schön, spricht für sich selbst. Im letzten Video habe ich ja schon erzählt, Babyenten, die stehen einfach für sich selbst. Die machen das Bild gut, genauso Rehkitze. Und das Rehkitz ist natürlich toll, hat eine tolle Pose. Das Bild ist schön aufgelöst, gefällt mir gut. Licht, Hammer, und die Farben sind natürlich auch super schön. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Füße eben angeschnitten sind. Finde ich hier schon störend, weil es auch nicht verdeckt ist vom Gras. Also wenn wir hier wirklich eine geschlossene Graskante hätten bis hierher, dann wird das gar nicht so auffallen. So ist es doch ein bisschen störend, finde ich. Was mich noch stört, also noch eine Kleinigkeit, ist dieser Baum hier im Hintergrund. Der poppt hier so ein bisschen raus. Das könnte man lösen, wenn wir einfach minimal reinzoomen. So zum Beispiel. Dann fällt er gar nicht mehr auf. Und ja, wir haben das Reh komplett freistehend. Nichts lenkt mehr ab vom Blick. Unser Blick wandert direkt auf den Kopf. Auch hier im Bereich des Auges könnte man noch ein bisschen aufhellen. Aber das ist ein wunderschönes Bild. Gefällt mir sehr gut. Als letztes Bild noch eine Blaumeise. Die Blaumeise brütet, beziehungsweise hat schon Küken. Sie trägt nämlich gerade einen Kotsack aus dem Nistkasten raus. Zur Nestfotografie habe ich ja schon was gesagt, das will ich jetzt gar nicht weiter beurteilen. Es geht mir jetzt nur noch um das Bild, primär nur ums Bild. Ihr kennt meine Meinung dazu. Und was mir eben hier nicht so gut gefällt, ist der Nistkasten als Element im Bild. Ich finde ihn schon sehr störend. Er wirft auch diesen Schatten auf den Schwanz. Das ist jetzt marginal, aber wenn das gar nicht wäre, wenn dein Ausschnitt einfach ein bisschen weiter rechts wäre und die Meise komplett freigestellt wäre, würde das in meinen Augen deutlich besser wirken. Die Flügelpose ist genial. Man sieht Hand und Arm schwingen. Wunderbar. Man sieht sogar die Daumenfittiche. Das ist sehr, sehr schön. Das Gelb ist bei mir im Das Gelb, sage ich schon. Das Weiß ist an meinem Rechner ein bisschen zu gelb. Also da will ich nochmal ein bisschen was am Weißabgleich machen. Vielleicht liegt es auch nur an meinem Rechner, an meinem Bildschirm. Kann auch sein. Aber ja, meine größte Kritik ist eben, dass hier noch dieses Element, der Nistkasten, vorhanden ist. Der stört mich. Wenn der nicht wäre, wäre das Hammer. Wäre das sehr, sehr cool. Der Schnabel ist noch ein bisschen sehr hell. Den könntest du selektiv noch ein bisschen abdunkeln. Ja, die Zeit rennt. Das war's auch schon wieder in dieser Folge zur Bildkritik. Wie gesagt, zurzeit nehme ich keine Bilder an, aber ich werde in ein, zwei Monaten wieder einen Aufruf starten. Dann könnt ihr wieder Bilder einsenden. Vielen Dank, dass ihr überhaupt so eifrig eingesendet habt, dass das Format sehr gut ankommt. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut.